Ich bin Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich. Mein Vater Karl VI. Hat mir auferlegt, nach ihm die Erblande zu verwalten. Europa hat ihm Unterstützung versprochen und sich dafür teuer bezahlen lassen. Doch das Versprechen war das Papier nicht wert, auf dem es niedergeschrieben wurde. Preußen schwor Freundschaft und hat mich als erstes verraten. Frankreich, denen wir Lothringen gegeben, die Bayern, unsere Brüder, sie alle sind mir hinterhältig in den Rücken gefallen. Ich stehe hier vor euch, verraten von meinen Freunden, verfolgt von meinen Feinden, verlassen von meinen nächsten Verwandten. Meine einzige Rettung seid ihr. Ihr Ungarn, dieses stolze und mutige Volk. Und ich habe in meinem Hochmut einen wertvollen Menschen in seinem Stolz gekränkt und so seine Freundschaft verloren. Ich verdiene eure Gunst nicht, aber... Doch ihr seht mich hier als Mutter eines schutzlosen Kindes. Als Mutter eines ganzen Volkes, als eine schutzlose Frau, die nur mal an euren Mut appellieren kann. Mein Reich, mein Kind und ich sind in Gefahr. Eurem Schutz vertraue ich mich an. Und ich verspreche, alle ungarischen Rechte aufrechtzuerhalten. Und... Ich bin bereit, mein Leben zu geben für Maria Theresia, Königin von Ungarn. Lang lebe Maria Theresia! Accipe coronam, regni quae licet ab indignis, episcoporum tamen manibus, capiti tuo imponitur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, quam sanctitatis gloriam, et honorem, et opus fortitudinem. Ob das gut für uns ist, Bruder? Ich hoffe es. Nostri non ignores.